da gibt es ja noch ganz alte SEDler, die auch früher mal Generäle in der NVA waren. Ah ja. Und die haben natürlich alle in Russland gelernt, damals Sowjetunion gelernt. Und ich habe mich extra mit denen nochmal getroffen, um zu verstehen, was passiert da eigentlich. Und die haben auch nur gesagt, das ist für sie alles nicht erklärbar. Der eine war Logistiker, der hat Logistik bei der Sowjetarmee gelernt. Er sagte, alles, was er gelernt hat, haben die da falsch gemacht. So, die haben bei den gleichen Leuten gelernt wie er. Und er kann sich das nicht erklären. Als Präsident mache ich es zum ersten Mal, aber sowohl die Ukraine als auch ich werden dies jetzt zum letzten Mal tun. Wir fordern die Außenminister auf, dieses Treffen abzuhalten und als Ergebnis, wenn es danach keine Friedensgarantie gibt, Sicherheitsgarantie gibt, dann gehen wir davon aus, dass das Budapester Memorandum nicht funktioniert und alles, was 1994 beschlossen wurde, wird dadurch infrage gestellt.